Sehr geehrter Bundesminister Lauterbach, sehr geehrter Herr Minister Laumann, lieber Karl Josef, sehr geehrter Staatssekretär Heidmeier, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kufen, meine sehr verehrten Abgeordneten des Deutschen Bundestages, Herr Dahmen, Frau Kappert-Gonthardt, Herr Grau, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, die über die demokratische Grundordnung und ihre tragenden Prinzipien lassen sich ganze Bände füllen. Man kann das Wesen demokratischer Entscheidungsprozesse aber auch in einem einzigen Satz zusammenfassen. Demokratie besteht aus Debatte und anschließender Entscheidung aufgrund der Debatte. Mit diesem Ausspruch hat Helmut Schmidt treffsicher auf den Punkt gebracht, was eine lebendige und starke Demokratie, was politische Partizipation und politische Meinungsbildung ausmacht. Der Deutsche Ärztetag steht seit jeher für eine gute und intensive Debattenkultur als Grundlage für ausgewogene und fundierte Entscheidungen. Erlauben Sie mir an dieser Stelle den Hinweis darauf, dass der Deutsche Ärztevereinsbund vor 150 Jahren im Jahr 1873 in Wiesbaden zu seiner konstituierenden Hauptversammlung, dem ersten Deutschen Ärztetag, zusammenkam. Eine der Haupttriebfedern für die Gründung des Deutschen Ärztevereinsbunds und für die Ausrichtung des Deutschen Ärztetages war es, der innerärztlichen Debatte, wie es damals hieß, zwischen Allgemeinarzt und Spezialarzt, freiem Praktiker und Krankenhausarzt eine Plattform zu geben und nach außen geschlossen aufzutreten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir eben hier und heute. Die Bundesärztekammer ist die Vertretung von mehr als 550.000 Ärztinnen und Ärzten in ganz Deutschland. Für mich ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesärztekammer, den unterschiedlichen Fachrichtungen innerhalb unserer Professionen aus ganz unterschiedlichen Versorgungsbereichen in unseren Ausschüssen, Arbeitsgruppen und Akademien ein Forum für den kollegialen Austausch zu geben. Denn es steht außer Frage, die Vernetzung der Sektoren und Fachgebiete ist nicht nur etwas, was wir von der Politik fordern müssen. Dieses Ansinnen müssen auch wir, vor allem in unseren eigenen Institutionen der ärztlichen Selbstverwaltung, fördern und vorleben. Konkret heißt das Integration der ärztlichen Verbände und Fachgesellschaft in die Arbeit der Bundesärztekammer. Die ausgewogene Berücksichtigung aller Versorgungsbereiche und Fachgebiete in unseren Gremien. Und ganz wichtig, beim Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fachgebieten und Versorgungsbereichen muss man auch mal die Perspektive wechseln, um den anderen besser zu verstehen. Lassen Sie mich das frei nach dem österreichischen Kollegen und Psychotherapeuten Alfred Adler formulieren. Man kommt schneller zu gemeinsamen Lösungen, wenn man versucht, mit den Augen des anderen zu sehen, mit den Ohren des anderen zu hören und auch mal mit dem Kopf des anderen zu denken. So können wir uns besser darauf besinnen, was uns Ärztinnen und Ärzte trotz der enormen Bandbreite unterschiedlicher ärztlicher Tätigkeiten eint und miteinander verbindet. Es ist, und das werden wir morgen Vormittag in einem eigenen Tagesordnungspunkt herausarbeiten, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sowohl für unsere Patientinnen und Patienten als auch für die Gesellschaft als Ganzes. Genau dafür bereiten wir in den Gremien der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern den Weg. Wir analysieren den Handlungsbedarf, wir debattieren Lösungswege und wir entscheiden und positionieren uns auf der Grundlage dieser Debatte. Und das sind nicht irgendwelche verstaubten Ausschüsse, in denen Funktionäre ihre Sitzungsgelder absitzen. Nein, das sind kleine Denkfabriken, in denen engagierte Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Erfahrungswissen aus der Versorgung kluge Vorschläge für die Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens entwickeln. Aufgabe der Bundesärztekammer ist es, diese Ideen, Vorschläge und Konzepte zu kanalisieren, zu strukturieren und der Politik zu präsentieren. Erlauben Sie mir, Herr Minister, dass ich Sie an dieser Stelle einmal direkt anspreche. Sehr geehrter Minister Lauterbach, ich halte es für einen schweren politischen Fehler, dass Sie dieses Engagement Ihrer eigenen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen als Lobbyismus diskreditieren, statt dieses wertvolle Erfahrungswissen für Ihre Arbeit zu nutzen.
komme darauf später noch einmal ausführlicher zurück. Meine Damen und Herren, die Bereitschaft von Ärztinnen und Ärzten, Verantwortung für andere zu übernehmen, kam insbesondere in den gut 3 Jahren der Pandemie deutlich zum Ausdruck. Als Ärzteschaft ging es uns wie fast allen Berufs- und Bevölkerungsgruppen. Die Pandemie hat kurzfristig Schwerpunkte verlagert und neue Ziele definiert. Das betraf natürlich auch die gesundheitspolitische Agenda, auf die sich der Vorstand der Bundesärztekammer zu Beginn dieser Wahlperiode verständigt hatte. Mit dem Beginn der Pandemie haben wir unsere Ressourcen auf die Pandemie-Eindämmung konzentrieren müssen. Wir haben uns pragmatisch eingebracht, täglich, verlässlich, ohne Alarmismus und ohne Panikmache. Wir waren von Anfang an eng eingebunden in die Ad-hoc-Maßnahmen zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Da mussten teilweise in Stundenfrist Gesetzes- und Verordnungsentwürfe gegengelesen, ergänzt und korrigiert werden. Interessanterweise funktionierte die Einbindung der Ärzteschaft zu dem Zeitpunkt sehr gut. Unsere Arbeit ging aber weit über die Mitwirkung und Gesetzesvorhaben und Verfahren hinaus. Wir haben mit den Ärztekammern und dem Bundesverband der Medizinstudierenden freiwillige Helfer für die Testzentren geworben. Wir haben gemeinsam mit Bund, Ländern und Verbänden am Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst gearbeitet. Wir waren in komplexe medizinisch-ethische Entscheidungen eingebunden, zum Beispiel bei der Beratung des Bundesverfassungsgerichts über die Triage oder im Zug der Priorisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen im Rahmen der Impfkampagne. Wir haben einen ärztlichen Pandemierat eingerichtet, in dem Intensivmediziner, Epidemiologen, Amtsärzte, Geriater, Hausärzte und viele weitere Experten Empfehlungen und Stellungnahmen zu zentralen Themen des Pandemiemanagements ausgearbeitet haben. Wir haben uns mit unserem wissenschaftlichen Beirat in einem von Politik und Medien viel beachteten Papier mit dem Post-Covid-Syndrom und dessen weiterer Erforschung befasst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne eine voll arbeitsfähige Geschäftsstelle der Bundesärztekammer, die haben wir in der Pandemie technisch ganz erheblich optimiert. Vor allem aber ohne den wirklich großen Einsatz der Mitarbeitenden wäre dieses Engagement in der Pandemiebekämpfung nicht möglich gewesen. Auch der Deutsche Ärztetag konnte trotz Pandemie tagen und wichtige Beschlüsse fassen. Es wurde schon aufmerksam registriert, dass wir im Mai 2021 zu den ersten großen Organisationen gehörten, die eine Hauptversammlung rein online abhalten konnten. Wir haben in der Pandemie gezeigt, dass wir in der Lage sind, neue, unbekannte Wege zu gehen, pragmatische und auch mal unkonventionelle Lösungen zu finden und vor allem flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren. Vor allem haben wir bewiesen, dass es einen echten Mehrwert hat, wenn die Ärzteschaft eng in die wichtigen und die Gesundheit der Menschen betreffenden Entscheidungen einbezogen wird. Dies ist auch notwendig, um die humanitären Folgen des menschenverachtenden und alle zivilisatorischen Normen brechenden Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine zu lindern. Dass wir hier in Essen zahlreiche Gäste aus der Ukraine zu Gast haben, freut mich außerordentlich. Es ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, dass Abgeordnete der Werchowna Rada des ukrainischen Parlaments und weitere wichtige Vertreter ihres Landes in diesen schwierigen Zeiten zu uns auf den Deutschen Ärztetag kommen, um sich über unser selbstverwaltetes Gesundheitssystem zu informieren. Das zeigt doch sehr eindrucksvoll, dass im Ausland sehr genau wahrgenommen wird, welchen Mehrwert ein selbstverwaltetes System für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat. Sehr geehrter Herr Radutzky, sehr geehrter Herr Dubnow, sehr verehrte Gäste, seien Sie sich der Solidarität der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland für Ihr Land bewusst. Was Ihrem Land widerfährt, erschüttert, empört und bedrückt uns alle. Es relativiert viele Themen und Probleme, mit denen wir uns in unserem Alltag befassen. Und es macht uns ganz plastisch deutlich und klar, welch unschätzbaren Wert der Frieden hat.
Wir sollten uns dabei vor Augen halten, dass wir glücklicherweise in einem Land leben, in dem es für den weit überwiegenden Teil der Bürgerinnen und Bürger selbstverständlich ist, Menschen in Not zu helfen. Ärztinnen und Ärzte tun dies an ganz entscheidender Stelle. Sie leisten medizinische Hilfe für die Menschen, die aus der Ukraine in unser Land geflüchtet sind. Sie haben von Beginn an oft ehrenamtlich in Auffangeinrichtungen geholfen, zusätzliche Sprechzeiten für Geflüchtete organisiert und die vielen schwer an Körper und Seele verwundeten Menschen ärztlich versorgt. Die Bundesärztekammer hat unmittelbar nach Kriegsbeginn ein Portal eingerichtet, in dem sich Ärztinnen und Ärzte für ehrenamtliche Hilfe in der Ukraine oder in ihren Anrainerstaaten registrieren lassen konnten. Innerhalb weniger Wochen umfasste unsere Liste mehr als 1000 Einträge. Da Bedarfsanzeigen aus der Ukraine und den Nachbarstaaten zunächst nicht vorlagen, haben wir die bei uns registrierten Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit ärztlichen Hilfsorganisationen in Online-Veranstaltungen über die komplexen Herausforderungen und formalen Voraussetzungen für Auslandseinsätze informiert. Aktuell hat sich die Botschaft der Ukraine angeboten, die Freiwilligenliste an das ukrainische Gesundheitsministerium weiterzuleiten. Und dem kommen wir natürlich gerne und umgehend nach. Wir arbeiten auch eng mit der Koordinierungsstelle der Ukraine im Bundesgesundheitsministerium sowie mit dem Auswärtigen Amt zusammen, zum Beispiel um Kontakte für Hilfstransporte unterschiedlicher Initiativen aus Deutschland für die Ukraine zu vermitteln. Und wir haben uns außerdem erfolgreich mit dafür eingesetzt, dass die aus der Ukraine Geflüchteten beim Arztbesuch über eine elektronische Gesundheitskarte verfügen. Eine echte Erleichterung von unnötiger Bürokratie. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das uneigennützige Engagement vieler Ärztinnen und Ärzte, diese Art von freiberuflicher Verantwortungsübernahme für Menschen in Not ist sichtbarer Ausdruck einer Haltung, die unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Die großen Krisen und Herausforderungen unserer Zeit zeigen deutlich, dass Gesundheitspolitik weit über die eigentlichen Regelungsinhalte der Sozialgesetzgebung hinausgehen muss. Die Herausforderungen sind so komplex, dass wir nur im vernetzten Denken umfassend analysieren und darauf aufbauend tragfähige Konzepte entwickeln können. Lassen Sie mich einige Herausforderungen benennen. Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft, deren steigender und kostenintensiver medizinischer Versorgungsbedarf dauerhaft organisiert und auch finanziert werden muss. Die zurückgehende Einbindung in Gemeinschaftsstrukturen, zum Beispiel in Sportvereinen und anderen sozialen Einrichtungen, aber auch die Erosion gängiger Familienstrukturen können gerade bei älteren Menschen zu krankmachender Vereinsamung führen, der wir entgegenwirken müssen. Die Versorgung der zunehmenden Zahl Geflüchteter aus verschiedensten Krisengebieten dieser Welt mit ihren ganz speziellen, oft psychischen Belastungen muss stabil und pragmatisch organisiert werden. Und die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere von Hitzewellen auf ältere Bevölkerungsgruppen oder Menschen mit Vorerkrankungen, erfordern entsprechende Aktionspläne, bauliche Veränderungen und Aufklärung. Und nicht zuletzt im Fachkräftemangel im Gesundheitswesen muss mit innovativen Ideen und Konzepten für die Nachwuchsförderung begegnet werden. Diese Aufgaben können wir nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung aller Beteiligten bewältigen. Neben der klassischen Gesundheitspolitik können und müssen sich viele weitere Politikbereiche im Sinne von Health and All Policies für die Gesunderhaltung der Bürgerinnen und Bürger einbringen, darunter zum Beispiel die Stadtplanung, die Landwirtschaftspolitik, der Verbraucherschutz sowie die Arbeits- und Sozialpolitik. Einen ganz wesentlichen Beitrag für die Gesunderhaltung der Bevölkerung kann und sollte auch die Bildungspolitik leisten. Dies werden wir morgen in einem weiteren Schwerpunktthema dieses Ärztetages herausarbeiten. Der Ansatz von Health in All Policies ist nicht neu. Rudolf Virchow kannte zwar den Begriff von Health in All Policies noch nicht, aber sein ganzes Wirken war genau darauf ausgerichtet. Es war übrigens ebenfalls im Jahre 1873, dem Gründungsjahr des Deutschen Ärztevereinsbundes, als auf Betreiben Rudolf Virchows in Berlin der Beschluss gefasst wurde, eine zeitgemäße Kanalisation zu bauen. Diese Einrichtung sollte sich als eines der nachhaltigsten Vermächtnisse Virchows erweisen. Eine saubere Stadt galt im Zeitalter der Hygiene als Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben. Heute müssen wir diesen Weg weitergehen und uns weiteren Themen stellen, die in unserer Zeit für die Gesundheit der Bevölkerung relevant sind. Sicher im Sinne von Rudolf Virchow zählten heute der gesundheitsbezogene Klima- und Hitzeschutz,
Der Einsatz für saubere Luft und gegen gesundheitsgefährdende Chemikalien in Alltagsprodukten zu den ärztlichen Aufgaben. Die Bundesärztekammer hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Taktgeber für den gesundheitlichen Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz entwickelt. Und die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels sind im Übrigen keine Bedrohung in der fernen Zukunft. Der Klimawandel ist da, heute und auch in Deutschland. Am eindrücklichsten sehen wir das an der Zunahme von Extremwetterereignissen wie Hitzewellen und Dürreperioden. Und natürlich muss auch das Gesundheitswesen selbst seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Es ist verantwortlich für rund 5% der deutschlandweiten CO2-Emissionen. Wir alle müssen prüfen, wie und wo diese Emissionen in den Praxen und in den Kliniken vermeidbar sind. Dafür gibt es Handlungsleitfäden, die eine Arbeitsgruppe der Bundesärztekammer erarbeitet und veröffentlicht hat. Es sind pragmatische Hinweise und Anregungen vom Ersatz für klimafeindliche Narkosegase bis hin zur Anwendung wiederverwertbarer Produkte oder auch abbaubarer Einmalprodukte. Unser ehrgeiziges gemeinsames Ziel ist ein klimaneutrales Gesundheitswesen bis zum Jahre 2030. Wir arbeiten im Übrigen auch daran, bis dahin die Geschäftsstelle der Bundesärztekammer klimaneutral auszurichten. Diese und viele weitere Aktivitäten, Forderungen und Lösungskonzepte hat die Bundesärztekammer in den letzten Jahren intensiv in Politik und Medien hineingetragen. Und zwar nicht in irgendwelchen Sonntagsreden, sondern mit viel beachteten Kooperationen, unter anderem mit dem Lancet, mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, mit der Charité, der Allianz für Klimawandel und Gesundheit, sowie, Herr Minister, mit den Partnern im Klimapakt der Bundesregierung. Sehr geehrter Minister, wir sind zu vielen aktuellen Themen immer auch im persönlichen Austausch. Auch die Zusammenarbeit zwischen der Bundesärztekammer und der Fachebene des Bundesgesundheitsministeriums ist in vielen Bereichen eng. Und manches Mal konnten wir uns auch auf dem kurzen Dienstweg über wichtige Kurskorrekturen verständigen. Zum Beispiel bei dem Neustart der digitalen Anwendungen auf der elektronischen Gesundheitskarte. Sie haben in Abstimmung mit uns eine Kursänderung bei der Digitalisierung vorgenommen, weg von reinen Verwaltungsanwendungen hin zu Anwendungen mit einem echten medizinischen Mehrwert. Von einem Paradigmenwechsel möchte ich noch nicht sprechen, aber es ändert sich etwas. Ärztinnen und Ärzte sind guten Willens und offen für digitale Anwendungen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind aber nach wie vor frustriert, weil die Technik nicht stabil funktioniert und die Medienbrüche noch zahlreich sind. Die Folge sind unnötige Mehrarbeit und spürbar längere Wartezeiten für die Patientinnen und Patienten. Es fehlt, wie so oft, der frühe Check auf Praxistauglichkeit. Politik und Industrie sollte klar sein, dass Arztpraxen und Kliniken keine Versuchslabore für unausgereifte Technik sind. Qualitätssicherung ist für Ärztinnen und Ärzte eine Selbstverständlichkeit. Von der Industrie allerdings erwarten wir ebenso hohe Standards. Für unzureichende technische Lösungen haben wir einfach keine Zeit. Und am Anfang aller Überlegungen digitaler Prozesse muss immer die Frage stehen, was brauchen wir für die Patientenversorgung? Wo sind die Versorgungsdefizite, bei denen digitale Anwendungen die Versorgung tatsächlich unterstützen und verbessern können? Diese Fragen, Herr Minister, hätten Sie uns bei der Konzeption Ihrer vor wenigen Wochen vorgestellten Digitalisierungsstrategie für das Gesundheitswesen durchaus stellen können. So ist für uns Ärztinnen und Ärzte vor allem die geplante Opt-out-Regelung für die elektronische Patientenakte relevant. Der Deutsche Ärztetag hat sich bereits im letzten Jahr für eine Opt-out-Regelung für die EPA ausgesprochen. Dabei möchte ich noch einmal betonen, Vertrauen ist für eine intakte Arzt-Patienten-Beziehung essentiell. Und wir brauchen deshalb durchdachte Konzepte und Regelungen für die inhaltliche Befüllung der EPA, für die Zugriffssteuerung durch Patientinnen und Patienten und für die Freigabe der Daten der EPA für Forschungszwecke. Das Vertrauen der Patientinnen und Patienten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten
setzt Transparenz sowie praktikable und einfache Möglichkeiten zum Widerspruch, zum Beispiel gegen die Nutzung der Daten durch bestimmte Gruppen oder zu bestimmten Forschungsvorhaben voraus. Das, Herr Minister, muss sichergestellt sein. Und darauf werden wir bei den zwei angekündigten Gesetzgebungsvorhaben, dem Digitalgesetz und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz, sehr genau achten. Und, meine Damen und Herren, dass das Bundesgesundheitsministerium nun in diesem Zusammenhang gerade diejenigen Akteure aus der Gematik drängen will, die tagtäglich mit den digitalen Anwendungen arbeiten müssen, ist für mich und alle weiteren Gematikgesellschafter absolut unverständlich. Aber das passt leider ins Bild dieser Bundesregierung. Punktuelle politische Partizipation, ja, aber im Großen und Ganzen wird doch der Einbezug derer, die in der Gesundheitsversorgung Verantwortung tragen, als unnötig oder sogar störend empfunden. Das Beispiel Krankenhausreform. Wir fordern seit langem, dass die Bundesregierung die Krankenhausplanung und insbesondere auch die Krankenhausvergütung neu aufstellt. Dem kommen Sie nach, glücklicherweise. Die Fallpauschalen heutiger Prägung führen zu ökonomischen Fehlanreizen und extremer Arbeitsverdichtung auf den Stationen. Das wissen wir und das kann so nicht bleiben. Aber wenn diese Reform auch nur im Ansatz erfolgreich sein soll, müssen die in der Versorgung praktisch Tätigen von Beginn an mit einbezogen werden. Einige Bundesländer sind dabei bereits wesentlich weiter. Die bayerische Staatsregierung hat ein Beratungsgremium zur Krankenhausreform mit Praktikern vor Ort eingerichtet. Mit dabei sind neben Vertretern der Krankenhäuser auch die Landesärztekammer, die niedergelassene Ärzteschaft und die kommunalen Spitzenverbände. In Nordrhein-Westfalen, Herr Minister Laumann, wurde die Selbstverwaltung bei den bereits eingeleiteten Reformen im Bereich der Krankenhausplanung frühzeitig und intensiv einbezogen. Aus meiner Sicht könnte sich der Bund inhaltlich, fachlich wie auch prozedural ein Vorbild an Nordrhein-Westfalen nehmen. Und wir als Bundesärztekammer werden lieber selbst tätig, anstatt darauf zu warten, gefragt zu werden. Konkret heißt das, wir warten nicht, bis uns die Regierungskommission oder die Politik um eine Stellungnahme bittet. Wir laden Vertreter der Kommission, Bundes- und Landespolitiker zum Dialog und Veranstaltungen. Wir entwickeln unter anderem in Werkstattgesprächen unsere Positionen, die wir dann weiter in die Politik tragen. So haben wir es bei den Beratungen zur Reform der Akut- und Notfallversorgung gehalten, bei unserer Positionierung zu investorengestützten medizinischen Versorgungszentren und auch bei der Debatte um die Krankenhausreform. Aber es ist notwendig, weil weder ein Ministerium allein noch eine von der Regierung eingesetzte Kommission alle möglichen Auswirkungen einer Reform antizipieren können. Ich will Ihnen gar nicht unterstellen, Herr Lauterbach, dass Ihnen die Folgen der von Ihnen mit der Krankenhausreform geplanten Versorgungsstufen auf die ärztliche Weiterbildung egal sind. Nein, aber Sie müssen sich der Tatsache stellen, dass die geplante neue feingliedrige Planungssystematik mit Leistungsgruppen dazu führen wird, dass manche Weiterbildungsstätten nicht mehr die volle Weiterbildungszeit anbieten können. Und deswegen müssen die Leistungsgruppen medizinisch sinnvoll zugeschnitten und an der Systematik der ärztlichen Weiterbildungsordnung ausgerichtet werden. Wir werden künftig in viel größerem Umfang Kooperationen zwischen Krankenhäusern unterschiedlicher Versorgungsstufen und Weiterbildungsverbünde benötigen, die auch den ambulanten Sektor mit einbeziehen. Die Anerkennung der Weiterbildung im Rahmen dieser Verbünde ist Sache der Landesärztekammern. So geben es die Landesgesetze richtigerweise vor. Aber das ist natürlich ein weiterer Grund für die frühzeitige Einbeziehung der Landesärztekammern und der Bundesärztekammer als Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekammern in diesen Reformprozess. Aber auch der Staat hat hier eine wichtige Rolle. Er muss die Beteiligung der Kliniken an der klinik- und sektorenübergreifenden Weiterbildung im Rahmen der Krankenhausplanung verbindlich vorgeben. Bleibt dies außer Acht,
droht der Reform die ohnehin bestehenden Nachwuchsprobleme im ärztlichen Bereich weiter zu verschärfen. Und was die Planungskompetenzen der Länder angeht, dazu haben wir schon einiges gehört, kann ich nur sagen, es ist gut, dass der Bund seinen Konfrontationskurs aufgegeben hat und wir eben von Ihnen beiden erfahren konnten, dass man sich auf den Ebenen Bund und Land treffen und auch einigen will und wird. Da bin ich im Übrigen guter Hoffnung und auch sehr überzeugt davon. Sehr geehrter Minister, es fehlt dennoch bei dieser Reformdiskussion noch ein weiterer ganz erheblicher Aspekt. Die Auswirkungen der Reform müssen auch auf den vertragsärztlichen Bereich unter Einbindung der Akteure aus der Versorgung mitgedacht werden. Und hier, Herr Minister, besteht zumindest ein erster Anfangsverdacht, dass das Methode hat, dass dies nicht geschieht. Denn ich selbst habe auf diesen Umstand im letzten Sommer, als ich der Reformkommission als Einzelsachverständiger zur Verfügung stand, ausdrücklich hingewiesen. Denn das Letzte, was wir brauchen, meine Damen und Herren, ist ein Verdrängungswettbewerb zwischen den Sektoren. Und darauf werden wir bei der weiteren Ausgestaltung sehr genau achten. Grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass die Ampel wenig Interesse an der Sicherung und Förderung der wirtschaftlich selbstständigen vertragsärztlichen Praxis hat. Hier scheint aus dem Blick geraten zu sein, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Praxen und ihre Teams einen ganz wesentlichen Teil der Patientenversorgung in Deutschland sicherstellen. Und wenn dann die Politik den ambulanten Sektor in den Blick nimmt, dann um zu kürzen und zu streichen. Der Wegfall der Neupatientenregelung war versorgungspolitisch völlig unsinnig und eine Verunsicherung derer, die mit dem Gedanken spielten, sich selbstständig zu machen. Vor allem aber ist er ein Affront gegenüber den Kolleginnen und Kollegen, die in der Pandemie wirklich Herausragendes geleistet haben. Sie sind bei der Versorgung der Corona-Patienten und auch bei der nationalen Impfkampagne tagtäglich an ihre Belastungsgrenze gegangen. Die Praxen, das kann ich aus eigener Anschauung, waren zum Bersten voll. Und anstatt diesen Einsatz zu würdigen, zum Beispiel durch einen Bonus für medizinische Fachangestellte, wie ihn auch Pflegekräfte erhalten haben, wird der Rotstift angesetzt. Und während man es den Ärztinnen und Ärzten in der ambulanten Versorgung immer schwerer macht, plant man den Aufbau von teuren Parallelstrukturen, seien es nun Kioske, Lotsen oder Nurses, die nur neue Schnittstellen und Abstimmungsprobleme verursachen werden. Sehr geehrter Minister, stellen Sie die Weichen neu. Stärken Sie die Praxen, erleichtern Sie es den Praxen, mit qualifizierten Mitarbeitern aus unterschiedlichen Gesundheitsberufen eine koordinierte Versorgung zu leisten. Und machen Sie endlich Schluss mit der Budgetierung. Nicht nur für einzelne Arztgruppen, sondern für alle. Und natürlich müssen die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung konsolidiert werden. Das steht außer Frage. Aber nicht zulasten der niedergelassenen Haus- und Fachärzte und ihrer Mitarbeiter. Und hierzu schnell einige kurze Vorschläge, wie man das besser machen könnte. Anhebung des Bundeszuschusses an den Gesundheitsfonds zur vollständigen Refinanzierung aller versicherungsfremden Leistungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses, die Ausfinanzierung der Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld aus Steuermitteln,
Die Verwendung von Teilen der Genusssteuer auf zum Beispiel auf Tabak und Alkohol als zweckgebundene Gesundheitsabgabe für die GKV. Kleine Parenthese, dass mancher Vertreter der Cannabis-Legalisierung sozusagen dafür wirbt, indem er sagt, da könnte man ja auch noch Steuern erheben, ist zynisch. In Parenthese. Und die Absenkung der Mehrwertsteuer für Arzneimittel von 19% auf 7%. Das alles wäre das Gegenteil von Flickschusterei. Das wären wirklich nachhaltige Maßnahmen zur Konsolidierung unserer Krankenkassen. Und lieber Herr Minister, ich würde Sie auch auf dem Weg zu Christian Lindner begleiten. Lieber Herr Minister, Sie legen großen Wert darauf, dass wir Sie nicht nur als Minister, sondern auch als ärztlichen Kollegen wahrnehmen. Und deshalb appelliere ich hier und heute an den Arzt Professor Karl Lauterbach, Ihren Kolleginnen und Kollegen endlich zur Rechtssicherheit in der privatärztlichen Abrechnung zu verhelfen. Beenden Sie diese unwürdige Blockadehaltung in Sachen GOE und bringen Sie diese Reform doch bitte auf den Weg. Ich weiß, dass Sie dem entgegnen werden, die Bundesärztekammer und die PKV sollten sich erst einmal einigen und dann werden Sie den Vorschlag ergebnisoffen prüfen. Im Fußball nennt man so etwas Zeitspiel. Die GOE ist eine staatliche Verordnung. Es steht nicht im Belieben des Ministers, die Reform aus ideologischen Gründen zu verweigern. Als Verordnungsgeber ist es Ihre Pflicht, auch gegenüber Patientinnen und Patienten und der Ärzteschaft sowie der Kostenträger eine transparente, rechtssichere Abrechnung privatärztlicher Leistungen auf Grundlage einer stets aktuellen Gebührenordnung sicherzustellen. Und die Ärzteschaft hat geliefert und Ihnen eine komplett fertige GOE mit arztseitig betriebswirtschaftlichen Kalkulationen übergeben. Die Preisverhandlungen mit der PKV laufen weiter. Das ist aber kein Grund, diese Novelle nicht jetzt sofort einzuleiten. Und die für eine Reform notwendigen Vorarbeiten haben wir mit der PKV und Beihilfe an vielen Stellen für den Verordnungsgeber erledigt. Dieses Konzept kann als Grundlage für eine Reform jederzeit und sofort genutzt werden. Bis es soweit ist, haben wir zur Sicherung gerade von zuwendungsintensiven Gesprächs- und Untersuchungsleistungen allen Ärztinnen und Ärzten Hinweise zu rechtskonformen Möglichkeiten von höheren Steigerungsfaktoren und individuellen Honorarvereinbarungen zur Verfügung gestellt. Nur auf diese Weise lassen sich die gravierenden Unterbewertungen gerade in diesem Bereich der zuwendungsintensiven Bereiche zumindest teilweise ausgleichen. Die Ärztinnen und Ärzte werden ihre Patientinnen und Patienten über diese Maßnahmen informieren und klarstellen, dass es in der Hand des Bundesgesundheitsministers liegt, diese belastende Notlösung schnellstmöglich auch wieder unnötig zu machen. Die Geduld, lieber Minister, an dieser Stelle der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ist verbraucht. Und manche von Ihnen sehen nur noch den Weg, die lange überfällige Gebührenordnung der Ärzte vor dem Verwaltungsgericht durchzusetzen. Große ärztliche Verbände unterstützen dieses Vorgehen engagiert. Die Bundesärztekammer kann als Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Landesärztekammern hier nicht selbst klagen. Aber natürlich stehen wir mit den klagenden Ärztinnen und Ärzten und den Verbänden in engem Austausch. Und ich glaube, ich spreche im Namen aller Ärztinnen und Ärzte, wenn ich diesen Kolleginnen und Kollegen zurufe, you'll never walk alone. Meine Damen und Herren, so wie wir bei der GOE in Vorleistung gegangen sind, so haben wir auch die Debatte über den Umgang mit investorengestützten medizinischen Versorgungszentren vorangetrieben. Ich erinnere mich noch gut an den Deutschen Ärztetag im Jahre 2017 in Freiburg, als wir uns in einem Antrag mit dem damals schon erkennbaren Einfluss fachfremder Finanzinvestoren auf die ambulante Versorgung beschäftigt haben. Damals standen wir noch am Anfang dieser Entwicklung und wir haben dann in der Bundesärztekammer eine hochkarätig besetzte Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet und Bundestagsabgeordnete, Gesundheitspolitiker der Länder und ausgewiesene Experten zur Diskussion geladen.
Im Januar dieses Jahres haben wir dann konkrete Gesetzesvorschläge zur Regulierung der IMVZ vorgelegt und im parlamentarischen Raum diskutiert. Aus der Politik kam eine durchweg positive Resonanz. Das haben wir auch heute ja wahrgenommen. Und von den Betreibern großer investorenbetriebener MVZ erwartungsgemäß scharfe Kritik. Wir werten das als Bestätigung der Wirksamkeit unserer Vorschläge. Medizinische Versorgungszentren, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sind grundsätzlich eine sehr sinnvolle Ergänzung des ambulanten Versorgungsspektrums. Und deshalb ist es uns so wichtig, medizinische Versorgungszentren als sinnvolle Versorgungsoption vor einer investorengesteuerten Kommerzialisierung zu bewahren. Insbesondere muss die Unabhängigkeit ärztlicher Entscheidungen gegenüber kommerziellen Fehlanreizen abgesichert sein. Eine Fokussierung des Versorgungsangebotes auf besonders lukrative Leistungen, die sich zu Lasten einer zuwendungsorientierten Versorgung und Medizin auswirken würde, muss verhindert werden. Und natürlich müssen die aus Solidarbeiträgen aufgebrachten Mittel für die Patientenversorgung vor einem Abfluss in internationale Finanzmärkte geschützt werden. Ich freue mich sehr, dass die Gesundheitsministerkonferenz unsere Forderungen aufgegriffen hat und den Freistaat Bayern sowie den Ländern Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Bundestag-Ratsantrags beauftragt hat. Dieser Antrag wurde am vergangenen Freitag in den Bundesrat eingebracht und ich kann Ihnen sagen, er geht genau in die richtige Richtung. Nun warten wir alle auf die vom Bund angekündigte gesetzliche Regelung, die mit dem Versorgungsgesetz 2 kommen soll. Und aus unserer Sicht spricht übrigens nichts dagegen, die regulierende IMVZ noch vor der Sommerpause bereits im Versorgungsgesetz 1 anzulegen. Die nötigen Vorarbeiten für eine schnelle Umsetzung hat die Bundesärztekammer ja bereits erledigt. Sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, liebe Kollegen, wir tauschen uns zu sehr unterschiedlichen Themen bei Bedarf immer auch kurzfristig persönlich aus. Das habe ich erwähnt. Und natürlich ist die Bundesärztekammer genauso wie die anderen Organisationen und Verbände aus dem Gesundheitswesen formal in die parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren eingebunden. Nur um Ihnen einen Eindruck zu vermitteln. Allein in den letzten 4 Jahren hat die Bundesärztekammer 264 Stellungnahmen zu entsprechenden Gesetzesvorhaben und 19 umfangreiche Positionspapiere zu weiterreichenden Vorhaben erstellt und in die Politik eingebracht. Was aber fehlt, und jetzt komme ich auf das zu Beginn erwähnte Zitat unseres Altkanzlers zurück, der strukturierte Austausch und die Debatte zwischen Regierung, Parlament und Zivilgesellschaft zu wichtigen politischen Vorhaben. Ich muss hier in aller Deutlichkeit sagen, die nach wie vor engen Fristsetzungen für Stellungnahmen der Organisationen aus dem Gesundheitswesen können und werden wir so nicht weiter hinnehmen. Wie absurd diese Verfahren vermeintlicher Beteiligung laufen, darf ich Ihnen, Herr Minister Lauterbach, noch einmal einige Beispiele vor Augen führen. Die Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zum Ausgleich für Steigerung der Kosten für den Bezug von Erdgas und Strom. Eingang des Entwurfs bei uns am 21.11.2022, 11 Uhr. Stellungnahmefrist 21.11.2022, 19 Uhr. Die Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus, Eingang des Entwurfs am 24.06.2022, 13.45 Uhr, Stellungnahmefrist 24.06.2022, 18 Uhr. Der Entwurf, jetzt kommt's, der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes, Eingang des Entwurfs 9.03.2023, 1.08 Uhr in der Nacht, Stellungnahmefrist 9.03.2023, 10 Uhr vormittags. Ich könnte Ihnen zig weitere dieser Beispiele nennen. Meine Damen und Herren, es handelt sich hier um umfangreiche und komplexe Gesetzesentwürfe und Verordnungen, die zu prüfen und zu bewerten mindestens Tage, wenn nicht unter Umständen auch schon mal Wochen in Anspruch genommen werden müssen. Bis vor wenigen Jahren
hatte man den am Stellungnahmeverfahren beteiligten Organisationen diese Zeit auch zugebilligt. Mit Corona hat sich das geändert. Und ich habe durchaus ein gewisses Maß an Verständnis, dass gerade zu Beginn der Pandemie Entscheidungen sehr schnell getroffen werden mussten. Die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, Parteikollegin aus Duisburg, weist aber zu Recht darauf hin, dass diese Notlösung mittlerweile zum Normalfall geworden ist, von der neben uns natürlich auch die Abgeordneten des Bundestages selbst betroffen sind. Auch Sie haben kaum Zeit, die vielen umfangreichen Gesetzesentwürfe und komplexen Änderungsanträge, die 5 vor 12 bei Ihnen eingehen, zu lesen, zu durchdringen und vor allen Dingen zu verstehen. Und ich halte eine solche Proforma-Beteiligung des Parlaments und der organisierten Zivilgesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Akzeptanz politischer Entscheidungen für demokratiegefährdend. Für mich ist das eine nicht mehr länger hinnehmbare Dehnung unseres Rechtsstaates. Denn Expertenanhörungen und Stellungnahmeverfahren sind aus gutem Grund feste Bestandteile von Verordnungs- und Gesetzgebungsprozessen. Nur wir können den Praxischeck machen, ohne den jede Reform zu Verwerfungen in der Versorgung führt oder auch ins Leere läuft. Herr Minister, Sie stellen fest, Sie wüssten im Vorhinein, was Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Pflegerat und viele weitere Organisationen zu Ihren Reformplänen sagen würden. Und deshalb beteiligen Sie uns erst gar nicht an Ihren Reformkommissionen. Mit Verlaub, das ist billig, aber nicht recht. Wir sind keine Lobbyorganisationen. Ärztekammern sind Körperschaften öffentlichen Rechts für die Einhaltung des Berufsrechts zuständig und wir übernehmen wichtige Aufgaben im staatlichen Auftrag. Als ärztliche Selbstverwaltung ist uns der Gemeinwohlbezug immanent. Nachhaltig gut für die Patientenversorgung können Reformen nur dann sein, wenn wir, die Ärztinnen und Ärzte, zuvor den Praxischeck durchgeführt haben. Partizipation vor Planung sollte deshalb am Anfang einer jeden Reformidee stehen. Sehr geehrter Minister, Sie haben zweifellos eine Vision von der Entwicklung des deutschen Gesundheitswesens. Altkanzler Helmut Schmidt hatte dazu einmal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Und in diesem Sinne heiße ich Sie herzlich willkommen auf dem Deutschen Ärztetag.
Sehr geehrter Herr Dr. Reinhardt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Minister Laumann, lieber Karl Josef, vielen Dank für diese Einladung. Ich bin wahrscheinlich noch nie so weit zu einem Ärztetag angereist wie heute. Ich komme direkt aus Japan, war dort in Nagasaki und habe unter anderem dort auch teilgenommen an einer Zeremonie, wo wir Blumen niedergelegt haben am Platz, wo die Atombombe in Nagasaki niedergegangen ist. Das war ein sehr bewegender Moment. Ich habe das Gesamterlebnis also auch als sehr berührend empfunden, zusammen mit dem amerikanischen Gesundheitsminister. Wir waren zusammen, die G7-Länder, die Gesundheitsminister, die G7-Staaten haben sich getroffen, aber lassen Sie mich den Eindruck wiedergeben, wenn man dort ist, wenn man dort steht, dann wird einem klar, es darf nie wieder einen Atomkrieg geben, es darf eigentlich nie wieder einen Krieg geben. Nie wieder einen Krieg geben. Und wir Ärzte, wir müssen auch da unser Wort erheben, wir müssen hörbar sein, wir müssen da einstimmen. Daher lassen Sie mich an dieser Stelle zuerst auch den verbrecherischen, inakzeptablen Angriffskrieg von Putin gegen das Volk der Ukraine und die Kinder und die Menschen, die Unschuldigen, auch gegen die Gesundheitseinrichtungen hier verurteilen, in der schärfsten, klaren Sprache. Und ich danke Ihnen, dass Sie das Engagement heute noch einmal betont haben, was wir hier erbringen, das ist unsere Pflicht. Aber dieser Krieg muss enden. Dieser Krieg kann nicht weiter geduldet werden. Und lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auch sagen, wenn man in Japan ist, die alternde Gesellschaft ist dort schon vorgealtert im Vergleich zu dem, was wir haben. Dort ist der Bedarf an medizinischem Personal schon sehr viel klarer spürbar. Man sieht auch, wie versucht wird, mit Robotik, mit Digitalisierung diesen Nöten zu begegnen. Wir brauchen mehr ärztliches und pflegerisches Personal. Sonst werden wir die Herausforderungen, die vor uns stehen, nicht bewältigen können. Das kann man durch Technologie nicht schaffen. Daher teile ich Ihre Einschätzung. Wir brauchen mehr Medizinstudierende. Ich werde mich dafür einsetzen, dass wir die Zahl der Medizinstudierenden um 5.000 pro Jahr erhöhen, sonst werden wir das nicht gemeinsam meistern können. Auch in diesem Bereich haben wir zusammengearbeitet. Herr Reinhardt, ich werde auf andere Möglichkeiten und Gelegenheiten der Zusammenarbeit nachher noch eingehen. Aber lassen Sie mich auch sagen, wenn ich hier hinkomme und höre dann das Steigerlied, dann ist das auch ein berührender Moment, weil das Steigerlied ist gleichzeitig eine Hymne für Solidarität und Verbundenheit. Wenn man sieht, wie sehr dort die Menschen, die unter Tage gewesen sind, die oben gewartet haben, diese Gesellschaft, wie die Solidarität, das ist heute ein altmodischer Begriff, aber wie die Solidarität und der Zusammenhalt gelebt wurden, wie man auch das Risiko gespürt hat, die gesundheitlichen Schäden. Wir haben diese Leute leid getan, aber gleichzeitig, weil sie dieses Risiko, dieses gesundheitliche Risiko getragen haben, sind früh gestorben oft, aber sie haben das Land mit aufgebaut. Das dürfen wir nie vergessen. Auch an dieser Stelle möchte ich denjenigen, die das damals gemacht haben, die sich dort eingebracht haben, an dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Das Steigerlied zeigt aber auch gleichzeitig, was also im Medizinsystem derzeit fehlt. Wir sind doch alle in die Medizin damals eingetreten, weil wir auch Idealisten gewesen sind. Wir wollten helfen, wir wollten Patienten helfen, wir wollten forschen, aber wir sind mit sehr großen Idealen in diesen Beruf gestartet. Und wenn man jetzt Jahre später schaut, egal wo man in diesem System arbeitet, dann sieht man, diese Ideale sind oft nicht mehr da, werden nicht mehr gespürt. Ich war beeindruckt, als Sie eben berechtigterweise diese Medaille im Alter von 97 Jahren bekommen haben. Sie haben diesen Idealismus bis heute sich erhalten können. Das ist nicht für viele der Fall. Die Bedingungen, unter denen wir alle arbeiten, das gilt für diejenigen, die das System weiterentwickeln, verwalten, diejenigen, die im System arbeiten, sind keine guten mehr. Oft sind es technokratische Lösungen, mit denen wir versuchen, das System nach vorne zu bringen. Aber technokratische Lösungen fressen oft die Seele der Versorgung auf. Und das müssen wir zurückgewinnen. Wir müssen es zurückgewinnen. Wir müssen wieder dorthin mehr, wo wir gestartet sind. Wir müssen den Patienten wieder mehr als einen Menschen sehen, nicht nur als einen Kranken. Und wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln unserer Tätigkeit.
dass der Einzelne im Vordergrund steht und dass wir jedem Einzelnen die bestmögliche Versorgung schenken und nicht die Versorgung, die noch gerade bezahlbar ist. Die Bedingungen dafür müssen geschaffen werden, und diese Bedingungen zu schaffen, ist meine Aufgabe. Daher möchte ich ein paar der ganz konkreten Vorschläge, die wir dort haben, was wir entwickeln, werde ich gleich vorstellen. Aber lassen Sie mich, bevor ich das tue, erst einmal sagen, es ist auch ein Moment für mich, der mir sehr wichtig ist, Ihnen bei dieser Gelegenheit noch einmal für das zu danken, was Sie in der Bewältigung der Pandemie geleistet haben. Ich habe die Pandemie vor ein paar Wochen für Deutschland beendet erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass die Folgen der Pandemie nicht noch alle mit uns wären. Bei unseren Kindern, die besonders unter der Pandemie gelitten haben, bei denjenigen, die erkrankt sind, wo die Krankheit nicht ganz weggegangen ist, bei denjenigen, die an Long-Covid zum Beispiel leiden, bei denjenigen, die in Zukunft gefährdet sind, wenn sie wieder erkranken sollten. Das sind alles Menschen, die wir nicht vergessen dürfen, die wir mitnehmen müssen. Aber an dieser Stelle möchte ich Ihnen erst einmal danken für die großartige Leistung, die Sie in der Pandemie gebracht haben. Ohne Ihre Arbeit wären viel mehr Menschen gestorben. Das möchte ich hier noch mal offiziell auch im Rahmen dieser Tagung, im Rahmen dieses ersten Tages in den Vordergrund stellen. Da dankt Ihnen die gesamte Bundesregierung. Das werden wir Ihnen nicht vergessen. Das werden wir nie vergessen. Vielen Dank. Und Sie können auch sicher sein, der Dank gilt auch an die Organe der Selbstverwaltung. Die Organe der Selbstverwaltung sind für mich viel mehr als Lobbyisten, wie das eben mehrfach gesagt worden ist, sondern ich stehe zum System der Selbstverwaltung. Und wir arbeiten mit der Selbstverwaltung eng zusammen über die erwähnten, also kurzfristigen Termine hinaus. Das sind ja oft dann die ersten Termine, wenn ein Gesetz dann besprochen wird, und dann kommen zahlreiche danach. Aber hier geht es mir nicht um Rechthaberei, sondern ich möchte mich bei dieser Gelegenheit ganz herzlich bedanken. Und das darf man auch nicht gegeneinander stellen. Selbstverwaltung und Lobbyismus. Ich finde es nicht falsch, wenn Sie auch im Namen der Patienten Lobbyisten sind für eine bessere Versorgung. Das ist nicht ehrenrührig, im Gegenteil, das ist aus meiner Sicht auch Ihre Pflicht, und diese Pflicht nehme ich ernst, und auch in dieser Hinsicht sind Sie immer auch meine Partner. Ich komme zu den konkreten Gesetzen, die wir vorhaben. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns hier verständigen auf die Größe der Aufgabe. Das Gesundheitssystem ist mit über 480 Milliarden Euro Jahresausgaben größer als der gesamte Bundeshaushalt. Wenn Sie die gesamten Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung zusammenziehen, dann ist es mit 346 Milliarden Euro ein geringerer Haushalt als das Gesundheitssystem. Das ist auch gut so. Wir können stolz darauf sein, dass wir ein so starkes Gesundheitssystem haben. Ich finde auch die wirtschaftliche Stärke unseres Gesundheitssystems beeindruckend und wichtig. Und das ist ein guter Arbeitgeber und auch ein Zeichen einer guten, solidarischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite müssen wir, und das ist für mich ein Leitfaden vieler Gesetze, die ich derzeit vorbereite, müssen wir uns auch klar sein, dass in einem großen, leistungsstarken Gesundheitssystem die ökonomischen Prinzipien, eine Gewinnmaximierung und auch eine also starke Kostenkontrolle nicht dazu führen können oder nicht dazu führen dürfen auch, und das ist in einigen Bereichen geschehen, dass die ökonomischen Aspekte, die ökonomischen Antriebe wichtiger sind, als dass wir im Rahmen der medizinischen Arbeit gewissenhaft und auch wissenschaftlich gesichert tun müssen. Die Ökonomie darf nicht die Medizin dominieren, das tut sie aber in einigen Bereichen. Daher brauchen wir eine Entökonomisierung unseres Gesundheitssystems in einigen Bereichen, sonst werden wir auch langfristig nicht in der Lage sein, wieder junge Leute für diese begeisternde und für diesen idealistischen Beruf zu gewinnen. Das müssen wir aber jetzt tun, denn sonst werden wir die Herausforderungen in den nächsten Jahren nicht gemeinsam miteinander lösen können. Und wir haben in einigen Bereichen den Bogen überspannt. Ich werde auf einige dieser Bereiche eingehen. Ich gehe mal auf den Bereich der Generikaversorgung ein. Wir haben tatsächlich als so reiches Land, haben wir jetzt Mühe, in einigen Bereichen die medizinische Versorgung
also abzudecken. Da gibt es Lieferengpässe, die sind schlicht und ergreifend medizinisch bedingt, weil wir zum Beispiel jetzt eine Nachholinfektionswelle nach der Covid-Pandemie haben. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wir haben ja auch Schwierigkeiten, ganz andere Medikamente zu bekommen, die in anderen europäischen Ländern dann oft noch vorhanden sind. Wir haben zum Beispiel Lieferengpässe bei Statinen. Wir haben bei Antiarrhythmika haben wir Lieferengpässe, bei Antiallergika, zum Teil bei den Onkologika. Und da ist es tatsächlich häufig so, dass diese Arzneimittel bei uns schlechter vergütet werden als in den Nachbarländern. Und wenn dann eine Enge kommt, wenn dann also sozusagen ein Engpass kommt, der immer wieder kommt, dann sind wir die Ersten, die nicht mehr beliefert werden. Das ist für ein so reiches Land wie Deutschland, ist das eine völlig inakzeptable Situation, insbesondere wenn das auch noch Kinderarzneimittel betrifft. Daher müssen wir mit dem Lieferengpassgesetz die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir zu jeder Zeit diese Lieferengpässe nicht fürchten müssen, sondern dass wir die Bevölkerung mit diesen Arzneimitteln versorgen können. Da werden wir ein Gesetz vorlegen, werden wir mit Ihnen beraten. Wir werden diese Unterversorgung nicht weiter hinnehmen können. Sie kennen dort die Vorschläge, wir werden deutlich längere Lagerpflichten einbringen. Wir werden die Wirkstoffproduktion systematisch auch wieder nach Europa zurückholen. Wir beginnen damit bei den Antibiotika. Ich gehe davon aus, dass wir bei den Onkologika dann nachsetzen werden. Wir werden darüber hinaus das bestehende Frühwarnsystem deutlich ausbauen. Und wir werden auch dort, wo das notwendig ist, Festbetragsregelungen und Rabattverträge anpassen. Wir werden sogar bei Kinderarzneimitteln ganz auf Festbeträge und Rabattverträge verzichten. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder, die in der Pandemie so viel gegeben haben, um auch ältere Menschen zu schützen, die damit aber auch die stärksten Verlierer der Pandemie gewesen sind, dass diese Kinder jetzt keine Arzneimittel finden, wenn sie krank sind. Das muss sofort beseitigt werden. Und da werden wir alles in die Bewegung setzen, auch drastische Mittel in Bewegung setzen, um dem zu begegnen. Das ist keine akzeptable Situation. Ein weiterer Bereich, in dem wir zu weit gegangen sind bei der Ökonomisierung, ist im Bereich der MVZs. Ich war damals selbst bei der Einführung der MVZs beteiligt und tatsächlich ist seit Jahren klar, dass sich hier eine Fehlentwicklung ergeben hat. Die investorengetriebenen medizinischen Versorgungszentren haben eine negative Entwicklung für die Versorgung in Gang gesetzt. Hier muss man Rosinenpickerei beobachten. Hier muss man beobachten, dass zum Teil hohe Gewinne aus knappen Solidarmitteln abgenommen werden. Und hier muss man auch ganz klare negative Konsequenzen für die Weiterbildung beobachten. Denn es kann nicht sein, dass unsere Spitzenkliniken erstklassige Oberärztinnen und Oberärzte verlieren, die dann ein paar Meter von der Klinik entfernt simple Eingriffe am Fließband machen, weil das top bezahlt wird und sie fehlen für die Weiterbildung und für die Top-Versorgung in diesen Kliniken. Das ist eine Plünderung unseres Systems, die wir nicht hinnehmen werden. Daher sind wir da Ihrer Meinung, wir gehen da Schulter an Schulter. Ich habe die Initiativen diesbezüglich der Ärztekammer immer für richtig gehalten. Wir haben oft darüber gesprochen und ich glaube, dass wir da auch zu einem Ergebnis kommen werden, womit Sie einverstanden sind. Und das werden wir im ersten oder im zweiten Versorgungsgesetz werden. Was bringt das? Das Problem ist seit vielen Jahren bekannt. Wir werden es lösen. Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, wir werden in diesen Versorgungsgesetzen, die ich nicht beide vorstellen kann, es würde hier zu weit gehen, aber werden wir uns auch für die Stärkung der Freiberuflichkeit einsetzen. Hier wurde eben gesagt, die Freiberuflichkeit wäre uns nicht wichtig. Das ist falsch. Mir ist die Freiberuflichkeit sehr wichtig und daher haben wir ja bereits angekündigt, wir werden den gesamten Bereich in der Kinderheilkunde entbudgetieren. Also dort wird es kein Budget mehr geben. Wir wollen, dass sich mehr junge Ärztinnen und Ärzte dafür entscheiden, in diesem Bereich sich niederzulassen. Da muss es dann eine budgetfreie Möglichkeit zu praktizieren geben, die auch unbürokratisch ist. Das Gleiche werden wir auch bei Hausärztinnen und bei Hausärzten machen. Somit wir bewegen uns für die Freiberuflichkeit und wollen hier Entökonomisierung und Entbürokratisierung als Ziele unserer Reformen umsetzen. Applaus
Der dritte Bereich, wo die Ökonomisierung zu weit gegangen ist, ist der Bereich der Krankenhausversorgung. Deutschland ist das einzige Land, was also die Fallpauschalen, die DRGs zu 100% einsetzt bei der Finanzierung der Krankenhäuser. Das bedeutet, wenn Krankenhäuser mehr Gewinne machen müssen oder machen wollen oder wenn sie gegen Verluste ankämpfen, dann ist die einzige Möglichkeit, dass sie mehr Fälle behandeln. Oder sie erbringen die Leistung für die Fälle, die sie haben, billiger. Somit hat es da einen Anreiz, entweder mehr Fälle zu behandeln oder die Fälle, die man hat, billiger zu behandeln. Das kann kein gutes System sein. Das ist kein gutes System. Und das führt zum Teil zu einer aus meiner Sicht würdelosen Art und Weise, wie darüber nachgedacht wird, wie man bestimmte Fallgruppen häufiger erbringen kann, weil sonst andere Fälle gar nicht mehr bezahlt werden können. Das ist eine Querfinanzierung, die zulasten der Versorgung geht und auch völlig unethisch ist. Das ist auch ein völlig unethisches System. Da ist dieses System seit Jahren reformbedürftig und wir werden diese wichtige Reform angehen. Hier bin ich dankbar, Karl-Josef, dass du auch darauf hinweist, dass wir hier wirklich miteinander arbeiten. In der Öffentlichkeit wird es oft so dargestellt, als wäre das der Bund gegen die Länder. Das ist nicht richtig. Wir werden zum Beispiel die Leistungskomplexe, die hier in also Nordrhein-Westfalen entwickelt worden sind, das ist der Ausgangspunkt für die Leistungskomplexe, die wir im Bund definieren, dass wir dann ein Stück weit diese weiterentwickeln, das wird eine gemeinsame Aufgabe sein. Auf der anderen Seite werden aber auch die Leistungskomplexe in der Praxis überhaupt keine Folge haben, wenn wir nicht mit Vorhaltepauschalen tatsächlich das Geld dorthin bringen, wo die Leistung auch erbracht werden soll. Somit ist das ein Reißverschlussverfahren, das werden wir zum Schluss hinbekommen. Das ist eine große Reform, aber diese Reform wird zum Schluss dazu führen, dass bis zu 60% der Versorgung einfach fallunabhängig über Leistungspauschalen abgeregelt werden können. Das ist eine dramatische Entökonomisierung unseres Systems. Damit wird diese Reform drei Ziele verfolgen. Sie wird zum einen die Qualität der Versorgung verbessern, denn wenn ich nicht mehr gezwungen bin, Billigmedizin zu machen oder Fälle zu machen, die ich aus medizinischer Sicht vielleicht ambulant gemacht hätte, wenn ich das Geld nicht gebraucht hätte. Das ist eine viel bessere Medizin. Zum Zweiten ist auch eine Entbürokratisierung. Wenn 60% über Pauschalen bezahlt werden, dann muss ich auch nicht ständig dokumentieren, dass der Fall, den ich jetzt erbracht habe, so erbracht werden musste oder unbedingt so erbracht werden musste. Ich kann auch mehr ambulant machen. Und es ist auch mehr, also dann der medizinische Aspekt, der im Vordergrund steht, weil wenn die ökonomischen Aspekte nicht mehr so stark wirken, dann wird die Medizin wieder mehr Raum greifen. Somit ist das eine Reform, die wir unbedingt benötigen, die wir eigentlich seit vielen Jahren benötigt hätten. Und wir brauchen sie jetzt, weil die Krankenhäuser sind in Gefahr. Zahlreiche, auch sehr gute Krankenhäuser sind von der Insolvenz bedroht. Und das an dem Vorabend, wo wir weniger Pflegekräfte haben und auch weniger Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, die Lage kann nur schlechter werden. Wir müssen diese Reform durchbringen. Ich würde sagen, dass es eine Notfallreform ist für den Erhalt und die Verbesserung der Arbeit in den Krankenhäusern. Wenn uns das nicht gelingt, wird es uns auch nicht gelingen, junge Ärztinnen und Ärzte für diesen Arbeitsbereich zu gewinnen. Daher werden wir diese Reform mit hohem Tempo gemeinsam Bund und Länder nach vorne bringen und auch mit Ihnen nach vorne bringen. Sie werden noch sehr viel Gelegenheit haben, unsere Vorschläge weiterzuentwickeln. Wir sind mit Praktikern in Verbindung, wir haben Wissenschaftler an Bord, wir sind mit der Selbstverwaltung in Verbindung. Wir werden sehr viele Gelegenheiten dann noch haben, miteinander zu sprechen. Aber lassen Sie uns erstmal ein gutes Werkstück vorlegen. Dann gibt es auch eine Diskussion. Ich persönlich bin nicht der größte Bewunderer von einer abstrakten Diskussion über Reformen, die dann zum Schluss nie kommen, sondern es ist unsere Pflicht, erstmal ein Werkstück vorzulegen, mit Wissenschaftlern und mit Praktikern besprochen, kann ich Ihnen sagen, dass ich da im stetigen Austausch bin und dann werden wir mit den Partnern der Selbstverwaltung auch die Umsetzung so diskutieren, dass das zum Schluss für alle eine gute Reform sein wird. Ich möchte bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, wir werden auch die Notfallversorgung werden wir neu aufbauen. Auch da arbeiten wir an einer Reform sehr intensiv, schon seit Monaten. Ich kann aber hier also ganz klar sagen, es wird kein Teil dieser Notfallversorgung sein, der Notfallreform sein, dass wir Eintrittsgelder für Patienten nehmen. Das werden wir nicht machen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, diese Reform ist seit vielen Jahren überfällig, dass wir am Vorabend
einer solchen Reform die Patienten abkassieren, die jahrelang auf diese Reform aus der Politik gewartet haben, dass die Patienten dafür bestrafen, dass wir das bisher nicht hinbekommen haben. Wir werden diese Reform vorlegen. Es wird eine Reform sein, wo auch übrigens die bisherigen Vorarbeiten aus der Ärzteschaft alle berücksichtigt werden. Aber es wird keine Eintrittsgebühren geben für die Notfallversorgung. Das wird gerade diejenigen besonders treffen, die aus wirtschaftlichen Gründen dann den notwendigen Notarztbesuch oder die Notversorgung nicht in Anspruch nehmen können. Wir können hier die wirtschaftlichen Probleme und die Steuerungsprobleme nicht auf dem Rücken der Ärmsten klären. Ich komme zu dem Bereich der Kinderversorgung. Wir werden einen Schwerpunkt in der Versorgung der Kinder haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, also Niederlassungen in der Kindermedizin, Kinder- und Jugendmedizin wird interessanter werden, weil dort wird es keine Budgets mehr geben. Wir werden in der psychotherapeutischen Versorgung werden wir prüfen, wie Kinder schneller auch tatsächlich einen Therapieplatz bekommen, dass es hier nicht zu diesen langen Wartezeiten zwischen Erstsprechstunde und Therapie kommt. Wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir die Kliniken besser nutzen können, auch für eine ambulante Versorgung in diesem Bereich. Wir müssen mit Sonderzulassungen wahrscheinlich arbeiten, um die Kinderversorgung hier darzustellen. Die Kinder haben in der Folge der Pandemie erhebliche Belastungen gehabt, und diese Belastungen zeigen sich jetzt auch bei der Zunahme von Störungen bei Kindern und zum Teil auch bei psychischen Erkrankungen. Die müssen wir begegnen, daher werden wir dort aktiv sein. Wir haben bei den Krankenhäusern schon einen ersten Schritt getan. Wer jetzt in eine Kinderklinik kommt, ist ökonomisch gar nicht mehr in dem Druck wie früher. Die Kinderkliniken können jetzt, selbst wenn sie nur 80% der Fälle erwirtschaften, 100% des Budgets abrechnen. Somit ist der ökonomische Druck durch das entsprechende Krankenhausentlastungsgesetz in der Kinderheilkunde sofort umgesetzt worden. Und wir werden bei den Arzneimitteln, bei den Kindern ebenfalls also aktiv werden. Die Versorgung von Kindern, die bessere Versorgung von Kindern ist ein wichtiges Anliegen dieser Bundesregierung, auch von mir. Und wir werden dort alles, was es nötig macht, werden wir tun, um die Versorgung von Kindern dorthin zu bringen, wo sie sein muss. Das wird zahlreiche Initiativen des Gesetzgebers zur Folge haben. Ich komme auf einen anderen Bereich zu sprechen, der mir auch sehr wichtig ist, und zwar das Medizinstudium. Ich habe eben schon gesagt, wir brauchen mehr Medizinstudienplätze. Wenn man das hochrechnet, dann fehlen über ganz Deutschland verteilt ungefähr 5.000 Studienplätze. Das ist ein Defizit, was sehr wichtige Folgen haben wird. Denn die Medizinstudienplätze, die jetzt fehlen, die wirken ja noch 12 Jahre bis in die ärztliche Versorgung hinein. Das heißt, wenn wir das jetzt nicht hinbekommen, dann werden wir riesen Probleme haben. Und die Dinge, die wir bisher gemacht haben, dass man dort ins Ausland reist und versucht, Ärztinnen und Ärzte abzuwerben, zum Teil aus den ärmsten Ländern dieser Welt, dass man Ärzte dort abwirbt, wo sie noch viel mehr benötigt werden als bei uns. Das ist aus meiner Sicht ein unethisches Versagen der Gesundheitspolitik. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir sagen, also die Ausbildung für Medizinstudierende ist uns Es kann nicht sein, dass wir sagen, die Ausbildung für Medizinstudierende ist uns in Deutschland zu teuer und drum ziehen wir dann die so Ausgebildeten in ärmeren Ländern ab. Das ist eine Schande. Und das ist auch, das Gleiche gilt auch übrigens für den Pflegebereich. Derzeit bereisen die Krankenhäuser, die Landesregierungen, tatsächlich auch, wenn man so will, kommerziell orientierten sogenannten Headhunter-Organisationen, die bereisen die ärmeren Länder dieser Welt und versuchen dort Pflegepersonal abzuwerben. Das kann nicht richtig sein. Wir müssen dieses Personal selbst ausbilden und wir müssen die Arbeitsbedingungen schaffen, dass diejenigen, die ausgebildet sind und in diesen Bereichen tätig sind, dass sie auch weitermachen wollen und in diesen Bereichen verweilen und die Versorgung selbst darstellen. Wir werden daher auch das Medizinstudium reformieren in diesen Wochen
habe ich den Ländern einen Zwischenstand für die Reform des Medizinstudiums zugeleitet. Der Praxisbezug soll dort ausgedehnt werden und Stichwort Freiberuflichkeit, Stichwort also, wie wichtig ist uns die Freiberuflichkeit. Dort wird auch sichergestellt, dass künftig ein Anteil des praktischen Jahres verpflichtend in der Praxis abgelastet werden muss. Schließlich im Bereich der Digitalisierung. Auch hier reden wir seit vielen Jahren darüber, dass die Digitalisierung jetzt passieren muss. Ich besuche viele Länder, Israel, Schweden, Dänemark, Niederlande, Japan, die Vereinigten Staaten. Überall ist man in vielen Bereichen viel weiter als in Deutschland. Viel weiter. Wir haben einfach sehr viel Zeit verloren. Ich war selbst an der Einführung der Digitalisierung, elektronische Patientenkarte war das damals noch, vor 20 Jahren beteiligt. Der damalige Vorschlag ist von mir damals für Ulla Schmidt mitentwickelt worden. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier vor Ihnen stehe, 20 Jahre später, und wir haben dies immer noch nicht umgesetzt. Das hätte ich für ausgeschlossen gehalten. Das heißt, daher habe ich auch sehr früh diesen Reformprozess angestoßen, dass wir miteinander aus der Perspektive der Praktiker darüber sprechen, wie kriegen wir eigentlich in einem partizipativen Prozess eine Digitalstrategie hin? Ich erinnere mich noch, am 2. November letzten Jahres haben wir da die Auftaktveranstaltung gehabt und seitdem bin ich ja auch mit den Partnern der Selbstverwaltung ständig in Kontakt. Auch mit Ihnen, Herr Reinhardt, wenn ich das hier sagen darf. Und ich nehme das ja auch alles mit. Es ist nicht so, dass wir hier also auf Sie nicht gehört hätten. Sie bringen in Erinnerung, es war ja eines meiner ersten Amtshandlungen, als das elektronische Rezept nicht funktionierte, habe ich das sofort gestoppt. Ich wollte da keine Experimente haben in der Praxis. Ich bin jetzt beispielsweise mit Praktikern in Verbindung und lasse mir das zeigen, wie die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur Kasse geht und wie oft das dann nicht klappt und dass dann zum Beispiel manchmal die Software-Systeme abstürzen, weil die Interaktion nicht da ist. Das schaue ich mir alles an in dem Sinne. Aber ich bitte einfach um Verständnis. Ich arbeite wirklich mit großem Tempo mit Praktikern zusammen, um diese Gesetze hinzubekommen. Wir werden eine Digitalstrategie haben, wir werden ein Digitalgesetz haben und wir werden ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz haben. Und daran arbeiten wir schon fast seit einem Jahr. Und wir werden daher auch die von Ihnen seit langer Zeit geforderte Opt-out-Lösung für die elektronische Patientenakte, die werden wir umsetzen. Die werden wir auch in einer Art und Weise umsetzen, dass die Dokumentation, die Sie über die Verwaltungssysteme machen, dass diese Dokumentation genutzt werden kann für die Befüllung, die automatische Befüllung der elektronischen Patientenakte, sodass da keine Doppeleingabe notwendig ist. Wir werden uns auch überlegen, wie diese also digitalen Strukturen genutzt werden können, zum einen für die Forschung, aber auch für Suchfunktionen, die sie selbst haben. Und da arbeiten wir auch in einer Art und Weise, dass wir auch die digitale Struktur nochmal überdenken. Zum Beispiel uns überlegen, ob neuere Modelle wie Large Language Models, also wo quasi so eine Funktion über die Daten läuft, die Daten zusammenführt für eine Auswertung, die man also mit statistischen Methoden so nicht leisten könnte, dass das auch ermöglicht wird. Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz sieht daher vor, dass die Patientendaten aus der Opt-out-Datenbank genutzt werden können mit einem zweiten Opt-out-Verfahren für wissenschaftliche Zwecke, dass aber auch der Prozess der Behandlung sehr viel einfacher wird. Das wird in der Telemedizin eine sehr große Rolle spielen. Von daher sind wir da an Lösungen, die aus meiner Sicht also einen Neustart darstellen, denn wenn man beachtet, was wir jetzt haben und wenn man beachtet, was wir erreichen wollen in kurzer Zeit, dann ist das nicht anders zu beschreiben als ein Neustart. Wir wollen es schaffen, dass wir im Jahr 2025 80% der Patienten und Patienten mit einer EPA ausgestattet haben und wir wollen erreichen, dass bis dahin auch Funktionalitäten da sind, die in der Praxis angekommen sind, die routinemäßig funktionieren, wie dann ab Anfang 2024 das E-Rezept. Wir werden einen sicheren TI Medical Messenger für Sie einführen und wir werden darüber hinaus die Telematikinfrastruktur verbessern. Ich komme da zu einem Vorschlag noch in einer Minute. Insgesamt haben wir also somit viel vor und jedes dieser Gesetze würde sozusagen einen ganzen Nachmittag hier füllen, aber wir sind in einer Aufholjagd. Lassen Sie mich beim Beispiel Telemedizin noch einen Punkt sagen. Ich halte es zum Beispiel auch für unbedingt prüfenswert und das werden wir wahrscheinlich auch umsetzen,
dass die telemedizinische Leistung des Arztes nicht unbedingt aus der Praxis erbracht werden muss. Ich halte es für durchaus sinnvoll, dass eine solche Leistung ortsunabhängig auch von zu Hause erbracht werden kann. Denn wenn es eine Sind Sie mit dem Punkt nicht, sind Sie mit dem Punkt nicht einverstanden? Bin ich wieder zu hören? Gab es Bin ich wieder zu hören? Nein. Nee. Okay. Wenn es eine ist das Mikro? Offenbar kein Mikrofon. Kein Mikrofon oder sind wir wieder? Bin ich ohne Mikrofon zu hören? Dieses. Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank. Stichwort Digitalisierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber ich habe die telemedizinische Leistung ist aus meiner Sicht nicht unmittelbar an die Praxis zu binden. Wenn wir eine elektronische Patientenakte haben, wenn wir einen Medical Messenger haben, wenn bestimmte Obergrenzen auch für die Versorgung durch telemedizinische Leistung wechseln, dann kann das eine deutliche Verbesserung unserer Versorgung sein. Wir werden das auch brauchen, wir werden das in der Fläche brauchen, wir werden Ihnen da Vorschläge machen und dabei greifen wir auch Anregungen auf, die wir aus der Ärzteschaft bekommen haben. Diesbezüglich zum Beispiel ist das eine Anregung, die ich sehr gerne auch aufgreife aus dem Umfeld der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Herr Gassen. Wir sind auch oft zusammen im Austausch, nur weil nicht immer der tägliche strukturierte Dialog stattfindet, sind wir ja fast im täglichen Austausch miteinander. Das heißt, gute Ideen, darauf können Sie sich verlassen, werden von uns auch aufgenommen und umgesetzt und das gilt auch für die Telemedizin. Schließlich lassen Sie mich noch einen Punkt aufgreifen, wo vielleicht eine Kritik gekommen ist, die auf den ersten Blick ja unberechtigt scheint, die aber auch eine gewisse Berechtigung hat, das ist der rote Faden. Es wird manchmal gesagt, bin ich jetzt wieder zu hören, wunderbar. Komme zu dem Punkt. Die Frage ist ja, ist das, was wir machen, hat das einen roten Faden? Haben wir einen roten Faden? Ich will versuchen, diesen roten Faden hier noch einmal zu erläutern. Der rote Faden besteht zum einen darin, dass wir eine überdrehte Ökonomisierung in bestimmten Bereichen zurücknehmen werden. Aber ein zweiter roter Faden ist viel einfacher. Der ist sehr wichtig, sehr bedeutsam. All diese Themen, die ich eben beschrieben habe, Lieferengpässe, seit 10 Jahren bekannt. Medizinische Versorgungszentren, investorenbetriebene medizinische Versorgungszentren verschlechtern prospektiv die Versorgung, seit 10 Jahren bekannt. Die Krankenhausreform, Fallpauschalen, 100% Ansatz, überdrehte Ökonomie, Krankenhäuser, die sehr gut sind, kommen nicht klar. Die Spitzenmedizin leidet, bei uns machen die Universitätskliniken unisono Verluste. Wenn ich beim Karolinska-Institut bin oder an der Harvard Medical School, ist das unbegreiflich, dass unsere besten Einrichtungen Verluste machen. Seit 10 Jahren bekannt. In der Digitalisierung, dass wir dort nicht weiterkommen, das Problem ist seit 10 Jahren bekannt. Dass wir zu wenig Medizinstudienplätze haben, seit 10 Jahren bekannt. Wir hätten jetzt 60.000 zusätzliche Studierende, wenn wir da eine Lösung gehabt hätten. Dass wir eine Versorgungsveränderung der Notfallversorgung benötigen. Das ist seit 10 Jahren bekannt. Das heißt, ich arbeite hier wirklich ganz systematisch und zwar mit großer Energie
mit großen Stäben, mit Ihnen gemeinsam, mit vielen Wissenschaftlern, arbeite ich, und das ist für mich der rote Faden, arbeite ich die Versäumnisse von 10 Jahren auf. Und das sage ich übrigens ohne jede Schuldzuweisung. Wir haben ja mitregiert. Das ist nicht der Punkt. Mir geht es überhaupt nicht, halte ich mich überhaupt nicht auf. Ich überhalte mich überhaupt nicht damit auf. Aber der rote Faden ist, dass wir wirklich in diesem Jahr all diese Gesetze machen wollen. Und wir werden diese Gesetze intensiv mit Ihnen besprechen. Wir legen Werkstücke vor, wir legen Wert auf ein gutes Handwerk. Ich arbeite auch sehr eng mit Wissenschaftlern zusammen. Das mag mir nachsehen. Ich bin nicht nur Arzt, sondern auch Wissenschaftler. Und lassen Sie mich daher abschließen mit einer Einladung. Schauen Sie nicht zurück, sind Sie nicht eingeschnappt, sondern nehmen Sie schlicht und ergreifend, diese Einladung an, dass wir an all diesen Baustellen gemeinsam arbeiten. Wir haben viel vor und ich bin ganz sicher, wir werden dies gemeinsam miteinander schaffen. Daher ende ich hier, wie es sich gehört, mit einem gemeinsamen Glück auf. Ja, das war der Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf dem Deutschen Ärztetag. Und wir können das Ganze vertiefen mit Erika Raab. Sie ist Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau. Frau Raab, Sie haben die Rede von Herrn Lauterbach, grüße Sie erstmal, Sie haben die Rede von Herrn Lauterbach auch verfolgt. Und er sprach zuletzt von einem roten Faden, der ganz wichtig sei. Können Sie denn einen roten Faden erkennen in seiner Arbeit als Gesundheitsminister und in den geplanten Reformen, die jetzt anstehen sollen? Ich kann ihm, guten Tag auch erstmal, Frau Dauster, ich kann ihm nicht ganz folgen, weil er benennt natürlich viele Symptome, die wir in diesem System sehen, die krank sind, vom Lieferengpass bis hin zur großen Finanzierung. Das Problem ist, dass er alle Themen gleichzeitig angeht und einen Teil der Themen überlappt. Also beispielsweise das Thema Entbürokratisierung, was er benennt. Und Digitalisierung hängt ganz eng miteinander zusammen. Wenn ich die einzelnen Bausteine im System erkenne, die ich bedienen muss, wie die Fallpauschalen, was fordern die jetzt in Zukunft, wie sieht die Vorhaltung aus, dann weiß ich, was ich dokumentieren muss und dann weiß ich, welche Systeme ich brauche. Aber gleichzeitig alle Fäden zu bedienen, überfordert das System, überfordert die Teilnehmer und natürlich löst das drängendste Problem nicht. Er erkennt als Gesundheitsminister, dass wir finanzielle Probleme gerade aktuell haben, benennt das Thema der Insolvenzen, nennt aber keine kurzfristige Lösung. Denn wenn wir uns mal ehrlich machen bei diesem Thema, eine Krankenhausreform wird nicht von heute auf morgen passieren. Die drängenden Probleme in den Kliniken sind aber jetzt. Und wie sähe eine Lösung aus auf die drängenden Probleme in den Kliniken? Sie haben schon gesagt, er geht alles auf einmal an. Wo würden Sie Prioritäten setzen? Was und mit welchem Lösungsvorschlag? Was müsste als erstes angegangen werden? Als erstes brauchen wir eine kurzfristige Stabilisierung der finanziellen Situation. Wenn über 80% der Kliniken melden, dass sie mittlerweile an der Null sind beziehungsweise negative Ergebnisse schreiben, wenn wir sehen, dass die Personalkosten weiter steigen, zu Recht fordern natürlich die Kollegen mehr Geld, die Ärzte, die Pflegekräfte, und sie haben natürlich Forderungen, die weit über die 4%, die wir bekommen haben als Krankenhäuser in diesem Jahr, dann können Sie sich vorstellen, die Schere geht noch weiter auf und der Druck zu sparen, bis wir letztendlich mit einer Reform die Umsetzung haben, der ist so hoch, das kann man nicht mit einem langfristigen Konzept, das in ferner Zukunft ist, irgendwie überdecken. Aus meiner Sicht müssen wir kurzfristige Finanzierungslösungen schaffen, damit wir ein bisschen Luft in diesen Reformprozess kriegen, denn wir überschlagen uns momentan mit den Ideen. Und wie gesagt, ohne Struktur machen wir alles gleichzeitig und am Ende werden wir dann sehen, dass wir wieder nur symptomatisch herumdoktern. Das ist also der große Blick, einfach ein bisschen das Tempo rausnehmen. Eine kurzfristige Finanzierung sicherlich auch möglich mit entsprechenden kurzfristigen Stabilisierungsgeldern. Die sind da, die sind uns ja versprochen wie bei der Energiepauschale.
dass diese Gelder kommen und dann kann man das System mit dem gebotenen Ernst, aber auch mit der gebotenen Geschwindigkeit angehen. Also ein bisschen Tempo rausnehmen und finanzielle Unterstützung. Lassen Sie uns aber dann mal über die geplante Reform sprechen. Lauterbach will die Kliniken ja sozusagen in ein Drei-Stufen-Modell einleiten. Kleine Häuser zur Grundversorgung. Dann soll es Fachkliniken geben und es soll sogenannte Maximalversorger geben. Kritiker befürchten bei dieser Reform oder bei dieser Unterteilung eine Unterversorgung, zum Beispiel im ländlichen Raum. Sie auch? Ja, ich bin tatsächlich eine Klinik, die besteht aus beiden Bereichen. Also ich habe im Norden des Landkreises relativ viele Ballungsgebiete, Frankfurt, Mainz, zum Beispiel Darmstadt auf der anderen Seite. Und im Süden des Kreises habe ich eine ganz klassische ländliche Region. Und genauso sind meine Themen momentan auch in der Klinik. Ich sehe im ländlichen Bereich die ganz, ganz große Sorge um unsere Hausarztversorgung. Aktuell ist es so, dass viele Hausärzte in Ruhestand gehen. Wir haben ein medizinisches Versorgungszentrum in diesem Bereich aufgemacht. Auch wir suchen Ärzte. Wir brauchen im ländlichen Bereich vor allen Dingen die Ausbildung der Allgemeinmediziner. Und da ist zum Beispiel die Ausbildungsstruktur momentan vollkommen unklar. Die Reformvorschläge sehen vor, dass wir Leistungsgruppen in bestimmten Häusern einer bestimmten Größe haben. Und das bedeutet für die Fachärzte eine Rotation. Wenn ich als Assistenzarzt die Ausbildung zum Allgemeinmediziner haben möchte, dann habe ich das Problem, dass ich ein Jahr in der Chirurgie habe, ein Jahr in der inneren Medizin. Ich habe ein Jahr bei einem niedergelassenen Kollegen und so hopse ich von Ausbildungsort zu Ausbildungsort. Momentan bieten wir das alles aus einer Hand an. Da stellt sich die Frage, wie soll das in Zukunft aussehen? Und auf der anderen Seite haben wir ganz klassisch das Problem, dass wir als kleineres Haus die großen Häuser brauchen, um Patienten mit Spezialproblemen abzuverlegen. Allerdings kriegen wir derzeit immer die Meldung, dass die Patienten gar nicht aufgenommen werden können, weil es dort Kapazitätsengpässe gibt. Und das passiert immer häufiger. Und so haben wir zwischen dem Ideal, bringe den Patienten an den Ort, wo er ihm letztendlich die beste Versorgung zur Verfügung steht, das Problem, dass wir aufgrund der Kapazitätsengpässe das gar nicht tun können. Das sehen wir jetzt schon. Und das kommt dann in Zukunft, nur eine ganz kurze Bemerkung noch dazu, wenn ich nur noch 500, 600 Krankenhäuser habe, die diese Versorgung anbieten können, aber die Demografie bis 2036 steigt, also immer mehr Patienten krank werden, dann habe ich das Problem, dass ich darüber nachdenken muss, dass ich Wartelisten bekomme. Und darüber spricht heute noch keiner. Das ist aber durchaus wahrscheinlich schon die Realität oder die Wahrnehmung vieler Patienten, weil Sie es auch gerade angesprochen haben, dass sich sozusagen eine Zweiklassenpatientenschaft, nenne ich es jetzt mal, mehr und mehr herausbildet und dass eine wirklich gute Rundumversorgung tatsächlich zukünftig noch mehr vom eigenen Einkommen abhängt. Ist das das, worauf wir zusteuern? Darauf steuern wir tatsächlich jetzt schon zu. Ja, der Punkt ist schon erreicht. Also wir sehen es ganz häufig, dass wir auf Facharzttermine im niedergelassenen Bereich 3, 4, 5 Monate warten. Wir sehen in den Notaufnahmen, gerade auch in den kleinen Kliniken, dass die Patienten zu uns kommen, weil sie keinen Hausarzt mehr finden. Auf der anderen Seite haben wir die Diskussion, dass die Notaufnahmen überlastet sind, dass sie zu voll sind. Aber es fehlt hier schon die Versorgung durch die niedergelassenen Kollegen. Und der zweite Punkt ist, und das ist der nächste Engpass, wir können die Patienten nicht mehr dorthin abverlegen, wo sie hingehören, weil einfach die Klinik nicht mehr aufnehmen können. Und dieses Thema drängt sich immer mehr in den Vordergrund. Und es gibt die Diskussion um die Privatpatienten, ich kaufe mir dann halt die Leistung und das ist eine Form der Zweiklassenmedizin und die ist da. Sagt Erika Raab. Sie ist Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau. Und Frau Raab, Sie können das Ganze noch mal vertiefen, später mit meinem Kollegen Stefan Kulle ab 14 Uhr hier bei Phoenix vor Ort. Danke erstmal bis hierhin für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.